Ist Sora nicht cool? Ja. Also wenn er nicht so verpixelt ist, gefällt er mir besser. Weiter mit Kingdom Hearts. Wir haben im letzten Part die alte Welt abgeschlossen, Bosse besiegt, Axel besiegt und so. Und jetzt geht's weiter. Wir können eine neue Welt betreten. Bams. Welche nehmen wir? Agrabah. Ich habe früher auch immer Wunderland genommen. Ich habe immer einen Überblick, welche wir überhaupt auswählen können, aber Wunderland ist so mein Favorite. Da gibt es auch so einen geilen Boss. Guck mal, wer da kommt. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Die Königin wird böse sein. Ich komme zu spät zum Prozess. Als nächstes wird mein Kopf rollen. Was? Du meinst damit, dass sie den Kopf rollen wird? Bei meinem Pelz und meine Schnurrbarthaaren. Ich komme viel zu spät. Sein Kopf wird rollen. Für so ein friedliches, für so einen friedlich wirkenden Ort klingt das ganz schön gefährlich. Da ist wohl recht, Donald. Geh mal in den nächsten Frame rein. Schlüssel des Anbeginns, okay. So spielt sich das Ganze einfach ab. Wir werden sehr viele Welten noch besuchen müssen, um das Spiel durchzuzocken. In dieser Welt sind, glaube ich, diese Blumen die Lampen. Genau. Und diese roten sind keine EP, sondern Mogri-Punkte. Mit denen können wir uns dann Karten kaufen. Ach, hier gibt es diese Pflanzenpenner. Wieso heile ich mich denn, ey? Boah, übelst gepawnt, ey. Das war knapp. Okay, ich habe jetzt auch keinen Bock, die ganze Zeit Herzlose zu prügeln. Aber anscheinend. Oh, die sind so super scheiß. Oh, Arthur-Wampe. Heiliger Mist. Arthur-Wampen sind solche Gegner, die kann man nur von vorne, von hinten angreifen. Goddammit, ey. Die spielen immer so hohe Karten aus, da kommt man gar nicht gegen an. Alter. Arthur-Wampe. Gibt's doch nicht. Ich hasse Arthur-Wampen. Das sind so eine Tine Wittler, ey. Fettes Stück Scheiße. Alter. Ja gut, mit Zaubern kann man aber von vorne angreifen. Glaube ich. Irgendwie war das doch bei denen so. Warum halt erstmal die anderen Gegner um? Gleich tot, wenn das so weitergeht. Ich hasse Arthur-Wampen. Gucken wir uns erstmal dann die kleinen. Anders geht's nicht. Oh, Level up. Na, von vorne geht's auch. Aber wie gesagt, sonst nur von hinten angreifbar. Level up. KP, dann können wir noch eine Karte ins Deck nehmen oder leben. Eine neue Kombination. Ja, ich weiß nicht. Gehen wir erstmal auf KP. Kann ja nicht schaden. Nichts. Da ist nur eine Tür. Was haben wir hier schönes Leben? Gehen wir mal hier oben lang. Links. Raum der Begegnung. Und einen Schlüssel will er haben. Ja. Und schon geht's weiter. Da ist die Königin und Alice. Ich denke mal, jeder kennt von euch die Geschichte Alice im Wunderland. Darum spielt sich das eigentlich hier ab. Hey, das muss der Prozess sein, von dem das weiße Kaninchen gesprochen hat. Alice, ist dir klar, was dir vorgeworfen wird? Oh, scheiße, meine Maus. Ey, das gibt's doch nicht. Mein Let's Play ist schon so verhauen eigentlich. Natürlich nicht, ich habe nichts Unrechtes getan. Spiele nicht die Unschuldige. Dir wird vorgeworfen, den Herzlosen geholfen zu haben, dieses Königreich zu bedrohen.
Papalapap. Und wo sind die Beweise? Die Beweise? Die habe ich vergessen. Das ist der Beweis. Denn du, Alice, hast mir meine Erinnerung geraubt. Ihre Majestät muss sich erinnern, damit wir das Königreich von den Herzlosen befreien können. Das ist ein schweres Verbrechen. Das ist so ungerecht. Königin hin oder her, ich habe nichts dafür... Ich habe nichts gemacht. So eine Frechheit, du sprichst hier mit der Herzkönigin. Und ich hätte dich laufen lassen, wenn du nicht... Wenn du die... Genau. Du dreckige Diebin. Boah, voll gemein. Wer ist hier dreist? Hä, Sora? Das Gericht hat ein Urteil gefällt. Das Urteil lautet Todesstrafe. Moment. Dieser Prozess ist eine Farce. Ihr solltet erst nachforschen, bevor ihr Unschuldige verhaftet werden. Wie meinst du das? Heißt das, dass Alice mein Gedächtnis nicht gestohlen hat? Dann weißt du also, wer das wirklich war. Sprich, sonst wird das Urteil vollstreckt. Raus damit. Wer ist der Dieb? Der schwarze Dings. Ich bin der Dieb. Wie meinen? Was wirklich? So goofy, so noob, ey. Natürlich nicht, aber was hätte ich denn sonst sagen sollen? Garten, schnappt sie euch. Jetzt geht's los. Da kann man so geil leveln bei denen. Die waren, glaube ich, richtig stark. Das für PlayStation bin ich so oft abgekackt bei denen. Mal schauen, ob das hier auch so wird. Ich weiß, dass sie anfällig für Feuer sind. Mann, ey, der hat Goofy geblockt, der Penis. Bam. Schauen, wie lange das gut geht. Scheiße, ich habe keine Karten ins Deck genommen. Ich habe doch KP genommen. Dann bin ich bescheuert. Komm schon, 0. Genau. Und? Oh, 10 EP sind die großen blauen. Ah, nein! Mano. Die sind echt verdammt stark, Mann. Kommst du nicht gegen an? Ich brauche bessere Karten. Oder das wird nichts. Ah, ja, da habe ich noch eine 7. Nein, 10 EP mitnehmen. Alter Schwede. Jetzt habe ich eigentlich kein Feeder mehr. Wurde mir das genommen? Immer schön die EP mitnehmen. Sonst, okay, was bist du denn für ein Lappen? Genau in die falsche Richtung geschlagen. Bam. Jo, und was für eine Karte gibt's? Kartensoldat, okay. Puh. Hey, wo ist Alice? Offenbar aus ihr entkommen. Mag sein, aber ihr nicht. Oh oh. Ich glaube, wir wurden übertrumpft. Lauft! Schlüssel der Vorsehung. Gut, dann gehen wir erstmal ins Deck rein und basteln das ein bisschen um. Dann kann ich auch gleich hier den Part beenden. Na, 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 na. Na, 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 na. Hm. 25 Punkte haben wir. Hinzu könnte ich mal aufs Bringen der erhöhte Schlagtempo aller Angriffskarten. Oh, das ist aber nice. 55 kostet der, ist nicht nice. 30. Den könnte ich perfekt reinbringen. Oder die beiden hier. Nehmen wir einfach die beiden mal rein. Obwohl Vita ist gut. Wir schmeißen dafür dann zwei. Nein, wir hauen die herzlosen Karte raus. Die habe ich eh früher auch nicht benutzt. War immer noch 10 zu viel. Hm, habe ich irgendeine. Hier. Achso, der kann weg.
Dann holen wir uns die wieder. Dann machen wir hier einen Cut. Ich danke fürs Zusehen. Den kann ich doch nehmen hier. Dann den Zähler raus. Wo ist denn hier eins? Genau. Euer Dab. Bis zum nächsten Part. Ciao.